So, willkommen noch einmal zu Victoria 2. Wie wir schon beim ersten Mal erfahren haben, wir spielen Österreich. Was wir versuchen ist Folgendes: Wir versuchen Sachsen und möglichst zumindest einen von den süddeutschen Staaten in unserer Einflusssphäre zu behalten, damit Preußen nicht den Norddeutschen Bund aktivieren kann. Und was wir derzeit machen, ist unsere Wirtschaft stärken, indem wir Fabriken bauen und gleichzeitig versuchen, unsere Alphabetisierungsrate zu erhöhen. Gut, dazu brauchen wir Geld. Wir machen etwa 100 Pfund pro Tag an Einnahmen. Wir haben schon drei Fabriken gestartet und unsere vierte, wenn wir in Alfeld bauen. Da bauen wir eine Winzerei, sobald wir das Geld dazu haben. Beziehungsweise wollen wir da vielleicht eine Stofffabrik bauen. Wie teuer kommt eine Stofffabrik? Nicht ganz so teuer. Bauen wir zuerst die Stofffabrik. Und eine Stofffabrik. Noch jemand, Toskana ist auch ein Verbündeter von mir, schon. So, jetzt haben wir ein paar Staaten, die sich hier, die ihre Reserven mobilisieren. Das bedeutet, okay, die USA ist klar, das ist der Krieg mit Mexiko. Man hat auf den Krieg entstanden noch. Oh, Holland versucht, Belgien niederzumachen mit der Hilfe von Preußen. Aber Großbritannien ist auf der Seite von Belgien. Das ist ein interessanter Kampf. Am Anfang ist Preußen nämlich noch nicht so stark. Also wenn das in 20, also 20 Jahre später passieren würde, würde ich nichts auf die Engländer setzen. Aber jetzt ist es noch nicht so. Ja, die USA hat sich da eingemischt. Das heißt, Mexiko wird eine auf den Deckel kriegen. Na, schauen wir mal, was da passiert. Gut, Frankreich hält sich nobel heraus. Ja, Preußen hat ihnen geholfen. Spanien, Osmanen, ist egal. Egal. Nicht egal. Da kann ich aber nichts machen jetzt. Ja, wie schon gesagt. Nicht ganz sicher, ob wir alle drei halten können. Vielleicht, wenn wir uns auf Bayern spezialisieren. Zu Bayern haben wir nämlich eine Grenze und dadurch kriegen wir einen Bonus beim Beeinflussen. Naja, schauen wir mal. Wir wollen es auf jeden Fall lang genug. Keine Schulden. Wir halten uns, wenn möglich, aus irgendwelchen Kriegen heraus. Frankreich ist auch in irgendeinem Krieg dazu gekommen. Haben die sich bei dem Krieg hinzugesetzt? Nein. Was machen die da? Bauen die so viele Truppen? Schaut so aus, als würden sie mobilisieren. Dabei sind das nur Truppen, die sie frisch gebaut haben. Na, sehr was. Ich kriege Angst. Wie ist es mit dem Krieg? Läuft der gut oder schlecht? Er läuft indifferent. Ich bin vor allem nicht ganz sicher, ob ich, ob, was ich als gut und was ich als schlecht bezeichnen würde. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn Deutschland gewinnt, wenn Preußen gewinnt. Also zumindest für uns ist es nicht gut, wenn das passiert. So. Schon genügend Geld für die Fabrik. Ah, zwei Projekte, die wir mitfinanzieren können. Ja, das ist gut. Wir haben doch schon ein paar. Das kommt nicht billiger, wenn wir das so machen. Wir helfen bei der Finanzierung dieser Projekte.
heißt, wir brauchen nicht wirklich bauen, sondern es machen die Investoren für uns. Das ist gut. Das ist gut. Ich mag zwar nicht unbedingt, dass sie jetzt schon, keine Ahnung, Luxuskleidung Fabriken bauen. Stahlfabrik ist okay, in Österreich vielleicht nicht ganz so toll. Weil Österreich hat, glaube ich, keine Kohle und Eisen. Mal schauen. Die Luxusmöbelfabrik. Na servus. Sollten zuerst einmal eine Möbelfabrik bauen. Noch dazu in Kroatien. Kroatien ist doch eh so klein. Glashütte ist gut, also da investieren wir gerne mit. Gut, Mexiko hat sich dazu entschlossen, nicht weiter Krieg zu führen. Weise Entscheidung von ihnen, sie werden trotzdem, fürchte ich, auseinandergenommen. Glashütten sind nie schlecht. Mit denen kann man ganz, ganz viele tolle Dinge machen nachher. Oh, Peru hat auch noch einen Krieg begonnen und Argentinien. Was ist das für ein Krieg? Ich sehe aus, in Südamerika geht es zu. Bolivien hat Argentinien angegriffen. Ist okay. Könnte sein, dass sie gewinnen oder auch nicht. Wir haben hier eine Zeitung, die kann man eigentlich ignorieren. Da steht nur Dinge drinnen, die wir eh schon wissen. Oder weiter. Beziehung verbessern. Und Beziehung verbessern. Wir wollen Freunde in unserer Umgebung. So, Ägypten, Schweden, das war Spanien. Egal, egal. Gut, wartet mal. Wir werden jetzt mal, da haben wir jetzt überall über 50, da werden wir jetzt überall mal die Preußen unterdrücken. Ich überlege gerade, ob ich da vielleicht den Botschafter vertreiben soll. Das glaube ich, werden wir machen. Mit Sachsen. Sollten wir vielleicht auch einen Botschafter rauswerfen. So, wir haben gesagt Alföld. Wir wollen unbedingt in Alföld mal was bauen. Aber natürlich, jetzt habe ich mein ganzes Geld für irgendwelche anderen Fabriken ausgegeben. Gut, Tripolis hat seine Unabhängigkeit auch nicht geschafft, so wie immer. Na komm schon. Wir wollen Wein. Ah, das geht so langsam. Ist noch etwas schneller da? Ah, es geht wirklich noch schneller. Will ich das? Nein, will ich nicht. Und was steht da? Auch nichts Interessantes. Das ist 4,9. Um das zu bauen. Das Vorteil an dem Ganzen ist, sie sind viel billiger, wenn sie Investoren bauen. Ihr seht, das kostet nur 4,9, wenn ich es über einen Investoren baue, über die Investoren baue, die ich einfach fördere. Während wenn ich sie selber baue, die Fabriken kostet es mich 12.000. Das ist natürlich unangenehm, sagen wir es mal so. Aber wenn ich es über Investoren mache, muss ich das nehmen, was sie mir halt anbieten. Eine Betonfabrik, na dann machen wir Betonfabriken mal, das ist auch okay. Betonfabriken sind nicht schlecht. Düngerfabrik ist auch nicht schlecht. Aber warum in Ostgalizien? Ich bin unentschieden, dann machen wir das. Ah, Frankreich und Preußen haben einen... Was für ein Krieg war denn das? Ist Frankreich doch eingestiegen in den Krieg?
Fragen finden. Nachschauen. Halt Pause. Das muss ich mir anschauen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, das Frankreich. Nein. 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 Was war das für ein Krieg? War das der? Ja, das war der Krieg. Offensichtlich ist Frankreich auch noch eingestiegen in den Krieg. Und hat mitgeholfen. Naja, einmal schaut man nicht da drauf und schon passiert sowas. Gut, ein Status quo ist da nicht schlecht. Sie haben Truppen verloren. Sie haben sich geschwächt durch den Krieg. Herz, was willst du mehr? So, zurück zu meinen Projekten. Das hier. Wir investieren in die Düngerfabrik. Okay, wir investieren auch in das andere Zeug. Schulden. Gut. Unsere Industriestärke sollte dadurch steigen mit der Zeit. Derzeit haben wir Industriestärke nur über die Staaten in unserer Einflusssphäre und durch die Stahlfabrik in Böhmen. Na gut, soll sein. Apropos Böhmen, schauen wir mal. Wir sind da schon auf 1,37% preisliche und 1,4%. Sehr gut. Und ideologischer Gedanke ist auch schon zur Hälfte fertig. Hurra! Es dauert 2 Jahre, bis die fertig sind, nur sehr was. Ich finde das nicht richtig. Wir hätten vielleicht doch was anderes machen sollen. So, das sind unsere ersten Fabriken auch schon fertig. Immer mehr Industriestärke und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ist egal. Was war Spanien, was machen? Sehr gut. Läuft ja alles ganz gut. Wieder zur Produktion. Na gut, komm schon. Dann schafft's das. Kinder. Baut noch mehr Fabriken. Wir wollen so viele Fabriken wie nur möglich. Ja, sehr gut. Wir können Kolumbien. Ah. Ablehnen. Was mache ich da? Meinung steigern muss ich natürlich. Wir können die Meinung von Kolumbien zu uns steigern. Jetzt sind sie herzlich. Das ist gut. Jetzt mögen sie uns schon mehr. So, da sind wir jetzt bei 75. Wir werden den Botschafter ausweisen von Preußen. Das mögen sie zwar nicht, aber was soll's. Das ist schon bei 61. Dann haben wir auch den Botschafter ausweisen. Mhm. Während der Botschafter ausgeht, also der Botschafter ist dann ein Jahr nicht dort von ihnen, kann deswegen nicht Einfluss nehmen auf den Staat. Das heißt, wir können in der Zwischenzeit schauen, ob wir von ihnen noch ein bisschen den Einfluss senken können. Wie gesagt, Baden habe ich die Hoffnung, dass Frankreich sich auch einmischt. Aber naja, gut, wir werden sehen. Wir sind sehr defensiv hier eingestellt, was das betrifft. So, wir haben leider schon einen Haufen Arbeitslose. Und wir investieren auch in die Artilleriefabrik, auch wenn ich nicht glaube, dass das sonderlich sinnvoll ist. Die bringen nie Gewinn, diese Dinger. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so sinnlos. Warum bauen die dieses Zeug überhaupt? Ich frage mich echt. Nichts Sinnvolles basteln. Aber es ist billiger, als wenn ich selber baue. Den ganzen Streich hernehmen. Wie viele? Wir haben ganze 6 Kapitalisten in Österreich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 113.000 wäre auch nicht schlecht. Na gut.
Kolumbien hat den Krieg verloren. Das war abzusehen. Aber darum geht es mir nicht. Kolumbien will ich vor allem deswegen, weil Panama im kolumbischen Reich ist zu dem Zeitpunkt. Und damit, wir verbessern unsere Beziehung weiter. Auch bei Russland. Wir wollen keinen Krieg mit Russland. Wir wollen, dass uns alle mögen. Friede, Freude, Eierkuchen. Wir verbessern die Beziehung zu Frankreich. Ich hoffe, sie brauchen uns nicht in irgendeinem Krieg mal. Na gut, da werden wir uns eh raushalten, so wie ich uns kenne. Österreich ist sehr gut im Raushalten von Kriegen und das kann ich auch ganz gut. Noch haben wir nichts im Militär investiert, das ist auch nicht schlecht. Dafür haben wir da eine Fabrik gebaut. Spanien machen. Das ist mir egal. Das ist mir auch nicht egal. Das ist mir nicht egal. Frankreich, Russland, nicht. Und das Osmanische Reich. Schauen wir mal. Nee, Fabriken. Ja, ihr seht, am Anfang ist das Spiel vor allem, also ist das Spiel vor allem einmal Verwaltung. Vor allem wenn man so ein großes Reich hat wie Österreich. Was ich sehr gerne mag ist. Das erste Jahr ist um. Nein, das zweite Jahr schon. Warum haben wir. Haben wir das schon mal gehabt? Okay, also in unserem Staat gibt es derzeit 65, also das Oberhaus. Das sind die, die die Gesetze machen im Großen und Ganzen. Haben wir derzeit 65% Konservative, 12% Reaktionäre und 22% Liberale. Wir wollen, dass wir, also was schön wäre, wären 50% Liberale oder, wenn wir schon keine 50% Liberalen haben, dann zumindest konservative Reaktionäre sind unbrauchbar. Die kann kein Mensch brauchen. Warum? Weil, das erkläre ich mal ganz kurz, wir haben hier verschiedene Reformen, die wir schließen können. Die Politikreform, also die Liberalen wollen unbedingt diese Politikreformen durchbringen, also zum Beispiel wollen sie eine freie Presse haben, am Anfang wollen wir nur Pressezensur haben, das will ich auch im Übrigen, sie wollen Wahlen haben und so weiter und so fort. Wenn wir zum Beispiel hierher gehen, sehen wir, dass wir im Oberhaus 28,7% der Stimmen haben. Das liegt daran, dass alle liberalen Abgeordneten, das sind 22,2 dafür stimmen, und auch 10% von den Konservativen. Diese 10% Konservativen stimmen deswegen dafür, weil wir hier eine Militanz von 1,14 haben. Wenn wir 2,14 hätten, würden 20% mitstimmen. Das liegt daran, dass die Konservativen sagen, okay, das Volk ist unzufrieden, je unzufriedener das Volk ist, desto eher sind sie bereit, solche Reformen mitzutragen. Grundsätzlich würden sie nicht gerne, aber sie sind pragmatisch genug, diese Reformen mitzutragen, wenn das Volk nur mürrisch genug ist. Das heißt, hohe Militanz hilft uns hier leichter, Reformen durchzuführen. Welche Reformen wollen wir? Wir wollen vor allem einmal die Presse. Das macht nämlich einerseits die Alphabetisierung besser und andererseits macht es die Leute auch aufwieglerischer. Das heißt, weitere Reformen sind noch einfacher. Das heißt, das sind die ersten Reformen, die wir normalerweise starten. Dann versuche ich normalerweise da relativ bald eines zu kriegen, damit wir eine konstitutionelle Monarchie werden. Das Problem ist, dann kann man oft nicht mehr den Typen da ernennen, was ein bisschen schade ist. Also vielleicht lassen wir das dann auch noch eine Weile. Gewerkschaften sind auch nicht schlecht, helfen uns dann dazu, dass wir Sozialreformen wollen. Für soziale Reformen brauchen wir aber erst die Sozialisten, die kommen dann noch. Also mit Zeit kommen neue politische Parteien. Ja. Je nachdem, welche politische Partei gerade regiert, zurzeit haben wir da als Regierung die Neo-Absolutisten, können wir verschiedene Dinge machen. Also zum Beispiel in dem Fall können wir Fabriken bauen, erweitern und so weiter und so fort. Kriegspolitik
Es betrifft auch, wie viel Steuern wir zum Beispiel einheben dürfen. Was? Ah, okay. Russland möchte Krieg mit Kokand führen. Naja, das ist da hinten irgendwo. Interessiert niemanden. Frankreich und Algerien haben Krieg. Sizilien mag uns noch mehr. Württemberg mag bei Preußen, das gefällt mir nicht. Senken die Meinung wieder. Krakau fürchtet unsere Macht. Naja, Krakau ist dieser Staat hier. Die fürchten die Macht von jedem. Ist jetzt nicht wirklich so die Auskunft, die ich da gekriegt habe. So, wir haben wieder etwas mehr Geld. Was bauen wir hier? Kleiderfabriken. Kleiderfabriken sind gut. Und in Großbritannien ist die Königin Victoria gekrönt worden. Schau an. Ja, meine Glashütte ist auch nicht schlecht. Das machen wir voll. Aus Ziegenbürgen ist wichtiger. Da sind viel mehr Leute. Tirol hat so wenig Einwohner. Die brauchen echt keine Fabriken. Ja, mit der Shift-Taste kann man einfach voll investieren. Wenn man genügend Geld dazu hat, haha, was ich natürlich nicht habe. Aber oben das kann man, na gut. Gut, Frankreich hat seinen Krieg gegen Algerien bereits gewonnen. Und Frankreich beginnt bereits mit der Kolonialisierung. Die Kolonialisierung startet im Normalfall so, dass diese ganzen kleinen Staaten in Afrika einmal erobert werden. Und Portugal erobert nichts normalerweise, aber ja, da der Oman hat hier was. Wir könnten eigentlich rein theoretisch auch mitmachen, was das betrifft. Wie schon gesagt, Ägypten wäre ganz ein gutes Ziel, vor allem wenn Ägypten einen Krieg führt. Was es wahrscheinlich irgendwann mal tun wird. Vielleicht sollten wir uns darauf vorbereiten mal. Vielleicht sollten wir zumindest einmal Schiffe bauen, damit wir unsere Truppen runter transportieren können. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Machen wir mal was anderes mit unserem Geld. Du gehst einmal darüber. Was kann man überhaupt für Flotten machen? Was da? Ah, Mist, das ist doof. Das müssen wir abschalten. Ich will nicht automatisch zuweisen und automatisch erstellen. Das ist doof. Das hätte ich von Anfang an abschalten sollen. So, bauen wir mal eine Flotte. Dampftransporter können wir leider noch keine bauen. Bauen wir die alle? Viele brauchen wir denn? 10 brauchen wir insgesamt. Normalerweise schaue ich, dass meine Armeen etwa 10 Einheiten besitzen, später im Spiel dann vielleicht 12 oder 13. Das heißt, mehr als 10 Clipper-Transporter brauchen wir im Normalfall am Anfang nicht. 3 haben wir schon, das heißt, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und diese 7
sollen bitte alle hierher gehen. Das wird unser Treffpunkt für die Flotten. So, was haben wir da alles? Was haben wir in Spanien? Vatikan, Sardinien gefällt mir nicht. Großbritannien, Frankreich, Ionische Inseln, ist mir egal, die gibt es überhaupt schon. Haben sich die schon unabhängig erklärt. Griechenland hat die Beziehung zu uns verbessert, ist auch okay. Holstein ist auch nicht im Einflussbereich von Preußen schon an. Ah, genau, die sind nämlich gleich ein Holstein da, das sind Vasallen von Dänemark, deshalb. Ich glaube, da kann es irgendwann mal einen wunderschönen Krieg geben mit Dänemark. Den können wir auch führen. Und wenn wir Holstein, glaube ich, in unsere Einflusssphäre kriegen. Okay. Jetzt haben wir dort mal unsere Schiffe und dann haben wir sie halt. Und weil wir sie haben, haben wir sie. Allerdings kostet uns das Geld. Schiffe sind so teuer. Elend. Das mag ich überhaupt nicht. Na gut. Ihr seht, wir haben bereits begonnen. Wir haben begonnen, in unsere Fabriken zu investieren. Wir haben mittlerweile schon eine Industriestärke von 2. Hurra! Ja, in Alfeld haben wir schon eine Fabrik, in Böhmen sind sogar schon über 1000 Leute drin in der Fabrik und arbeiten dort, das ist gut. Istrien baut noch, Kroatien baut noch, Mähren baut noch. Gut, wir haben vor allem unsere wenigen Investoren aussuchen lassen derzeit. Na, so. Was wir zu tun, was wir bauen sollen. Wie gesagt, in Tirol ist das eigentlich ein bisschen vergeudete Mühe und Not. Das wäre ein Sägewerk, glaube ich, nicht so schlecht. In Tirol gibt es, glaube ich, Bäume. So, das ist Ging, zeigt uns. Es ist langsam Zeit zum Schlafen gehen. Und wie beim letzten Mal, sage ich euch, einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder sonst was. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ciao, ciao und tschüss. Oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, irgend sowas halt. Bis dann.